Hallihallo und herzlich willkommen zu einer Folge, die viel Arbeit in Vorbereitung gebraucht hat. Leute, die Hälfte von dem Wassertempel ist mehr oder weniger aufgeteilt in einzelnen Abschnitten. Es ist echt krass, wie viel Sand man braucht. Mittlerweile habe ich da hinten angefangen. Die Landschaft schaut echt, also wirklich, ich habe da echt mega rumgerödelt da dort. Schaut nicht mehr ganz so hübsch aus, aber was soll's, wir müssen hier irgendwie vorankommen. Und es wäre mal ganz cool, wenn ich eine Arbeitsplattform oder sowas hätte. Im Prinzip wäre eigentlich die da drüben nicht schlecht, damit wir da mal ein bisschen was aufbauen können. Im Prinzip wären auch ein paar Öfen nicht schlecht, denn ja, wir haben ein paar Schwämme. Ich war bei dem anderen Tempel und bei dem Tempel und dann haben wir da doch noch welche gefunden. Ist jeweils ein Raum gewesen, ist einigermaßen was zusammengekommen, nicht ganz ein Stack, aber das ist okay. Genau, die drei waren von den Guardians und die 56 habe ich so gefunden. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze hier so funktioniert. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen so hinbekommen. Ich habe noch nie einen Wassertempel entleert, sag ich jetzt mal. Keine Ahnung, wie das so funktioniert. Ups. Man muss auf jeden Fall aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal wegnimmt. Aber auch nicht dann bestimmte Teile wieder stehen lässt, weil sonst entsteht oben drüber wieder eine Ressource und immer so weiter. Ich bin mir nicht sicher, was genau die effizienteste Art ist, ob man es jetzt wirklich einfach immer so im Kreis platzieren sollte. Das kann ich euch leider noch nicht sagen. Aber ich würde sagen, für den Anfang läuft es doch schon auf jeden Fall mal nicht schlecht. Genau, jetzt müssen wir halt bloß wieder irgendwie nach oben und dann die ganzen Schwämme wieder abbauen. Im Prinzip können wir uns gleich mehr oder weniger da hochbauen. Das ist gar nicht mal so schlecht, weil dann, wir müssen das ganze Zeug hier eh abbauen. Oh, bloß hier kommt, wieso kommt hier Wasser? Ach, weil ja dann da drunter kein Sand mehr geflossen ist. Okay, das heißt, ganz so weit dürfen wir nicht rausgehen, sonst kommt hier wieder Wasser rein. Das wollen wir ja nicht. Also das wird ein bisschen nervig werden mit dem Hochbauen. In der Tat, wie machen wir das am blödsten? Entweder ich nehme mir wirklich Sand her. Das könnte ich machen, dass ich mich mit Sand hochbaue. Natürlich habe ich meinen Ender Chest jetzt oben lassen. Aber mit Sand hochbauen, glaube ich, ist wirklich das Gescheitste, was man machen kann. Weil du dann ganz einfach... weil du das später einfach mit einer Torch wieder abbauen kannst. Und somit hast du da keine großen Probleme. Wenn wir noch ein bisschen tricksen, was haben wir noch? Ein paar Prismarine Blöcke. Also für die Zukunft nehmen wir uns quasi noch ein bisschen was an Sand mit. Dann kommen wir da immer schön hoch. Und ich schätze mal, dass wir vielleicht, wenn es gut geht, immer so zwei Dinger pro Schwämme machen können. Im Prinzip wäre jetzt die Überlegung, dass wir jetzt quasi hier gleich das wieder abbauen. Das Blöde ist, man muss jedes Mal dann gleich wieder, man muss sich jedes Mal zweimal hochbauen. Vielleicht schauen wir wirklich, dass wir gleich den hier auch noch leer bekommen. Schau mal, wenn ich hier die Mitte einsetze, schafft er es dann? Ja, theoretisch. Da müssen wir echt schauen, wie wir das am besten machen. Ich würde ganz gern schaffen, dass wir zwei immer fertig bekommen. Komplett. Das war jetzt ein bisschen failig hier. Und dann können wir nämlich uns immer gegenseitig hochbauen, mehr oder weniger. Über links und über rechts. Aber ich glaube, da muss ich ein bisschen aufpassen und sparsam mit meinen Schwämmen umgehen. Sonst haben wir irgendwann früher oder später ein Problem. Das ist eindeutig klar. Und hier haben wir auch ein Problem, weil hier zum Beispiel ist alles noch open. Open mit Source Blocks. Das ist gar nicht gut. Das ist wirklich kacke. Huh. Die Frage ist, bauen wir hier einfach dann kurz mit Sand auf? Und machen das hier mehr oder weniger zu? Dass wir hier überhaupt arbeiten können oder... Wie stellen wir uns das vor? Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber das müssen wir irgendwas müssen wir da auf jeden Fall machen. Weil auf die Dauer ist das keine Lösung. Also das ist auf jeden Fall noch richtig viel Arbeit, die wir hier vor uns haben. Na, gehst du weg, blödes Wasser. Zwei Schwämme noch.
Okay, also es geht sich aus, man kann mit dem knappen Stack Schwämme, können wir quasi einen Bereich komplett wegmachen. Die Frage ist, das bringt uns doch nichts. Wir können bloß das so machen. Genau. Also wir bekommen auf jeden Fall den ganzen schönen Sand wieder zurück. Den werden wir auch brauchen, nämlich dann halt für die andere Seite ja auch noch. Weil es ist jetzt, wie gesagt, bloß die Hälfte, die mal unterteilt ist. Was ja schon mal ein guter Anfang ist. Jetzt müssen wir natürlich jedes Mal wieder nach oben bauen. Das ist halt ein bisschen kacke. Und dann müssen wir uns die kompletten Schwämme wieder zurückholen. Also da steckt auf jeden Fall noch richtig, richtig viel Arbeit drin. Und dann müssen wir jedes Mal wieder warten, bis alles wieder gekocht ist. Also am besten wäre es echt, wenn man so zwei Stacks an Schwämme hätte. Haben wir aber nicht. Sprich, wir kommen nicht drum rum. Wir müssen da ein paar Mal hoch und runter. Die Frage ist, ob wir nicht da einmal dann in die Mitte eine Leiter setzen. Das, glaube ich, ist wirklich in der Tat das Gescheitste, eine Leiter. Dass wir dann da einmal schnell hoch und beziehungsweise wieder runterkommen. Und auf jeden Fall brauchen wir einen Ofen. Das heißt, ich habe noch einiges vor. Ich weiß nicht, wie viel ich davon euch jetzt zeigen werde, weil ich meine, es ist ja im Prinzip immer wieder dasselbe. Es ist bloß einfach extrem viel Arbeit, extrem nervig. Also im Prinzip nichts, was man eigentlich gerne in einem Video sehen wird. Vielleicht gibt es ein paar Clips noch dazu. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal so weit, wie ich Bock habe. Im Nebenbei schaue ich mir einfach ein paar Folgen Goldrausch an. Staffel 7 läuft momentan. Ich schaue es auf D-Max nach, im Internet. Und ja, in diesem Sinne, ja, da habe ich ja was vor mir. Bis dann. Da sind wir wieder und ihr seht, es hat sich schon einiges getan. Ja, sandmäßig auch. Und das ist ein gutes Zeichen. Oder beziehungsweise das ist gut. Von der Zeit her, das Ganze frei zu schaufeln, frei auszuheben, ich sag mal, eine gute Stunde, ja, oder eine Stunde ungefähr, musste eigentlich schon rechnen. Wenn nicht sogar länger. Ich glaube, ich habe sogar länger gebraucht. 1,5 Stunden fast. Ist nicht ohne das Ganze. Aber wenn du überlegst, wir haben jetzt ein Viertel geschafft. Zwei Viertel kommen noch, gell? 3 Viertel kommen noch. Wobei eins davon schon vorbereitet ist. Und das andere auch schon zum Teil ein bisschen. Also es sollte normal schon. Es ist auf jeden Fall machbar. Es ist halt bloß unglaublich nervig auf die Dauer. Ja, es ist sehr anstrengend. Ich bin froh, dass wir relativ viele Schwämme haben. Das geht eigentlich immer ganz gut. Ich hau die einen rein, hol die nächsten wieder raus, mach wieder ein bisschen was. Je weiter du in die Mitte hinkommst, desto mehr Ebenen schaffst du auch. Ich meine, außen ist klar, dass du da weiter runter musst. Aber wenn du hier innen anfängst, da kommst du mit keine Ahnung, 5 Schwämmen, kommst du hier komplett durch. Ja. Und das ist dann wiederum schon richtig cool. Meistens haben wir hier ein paar so Löcher drin. Den muss man halt einmal kurz stopfen. Aber ansonsten ist hier alles super. Genau, dann haust du einfach die Schwämme wieder raus. Zack, zack, zack. Hier geht es auch immer wirklich echt schön entspannt, weil du kommst oftmals von unten sogar noch hin. Und wenn sie dann nicht direkt da oben drauf landen, dann ist das supi. Kommen wir da noch hin irgendwie? Ja, schaffen wir auch noch. Genau. Also das haut soweit alles ganz gut hin. Gefällt mir ganz gut, wie das bis jetzt so läuft. Zack. Ihr seht, ich habe viele, viele Leitern gespannt. Da ist nochmal eine Leiter. Momentan habe ich keine Leitern mehr. Die muss ich dann wieder neue craften oder halt nochmal umsetzen. Mal schauen, die kann ich ja theoretisch abreißen. Dang it. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man viele Ausgangsmöglichkeiten hat, weil dann geht es einfach viel, viel, viel schneller. Also das ist schon sehr, sehr wichtig. Aber ihr seht, mittlerweile komme ich eigentlich ganz gut klar damit. Mit den Schwämme platzieren. Also das haut eigentlich soweit ganz gut hin. Nachdem ich jetzt gerade eben 2 Fails hintereinander gehabt habe. Ne, also haut soweit ganz gut hin. Kommen relativ gut vorwärts. Und in diesem Sinne. Ich hoffe, das ist die richtige Seite. Genau. Mit dem Sand abbauen, das funktioniert auch immer recht gut. Weil du einfach richtig schön und schnell
das alles wiederum da hast, Fackel drunter und schon geht der ganze Sand weg. Hast es wieder dann für die drübere Seite. Natürlich könnte ich jetzt, bevor ich es wiederum in die Kiste packe, gleich wieder drüben weitermachen. Na, was ist jetzt da los? Das ist aber dann wiederum eher, teile ich das Ganze dann nochmal auf zwei verschiedene Sachen eben auf. Sprich, jetzt halt mal mit den Schwämmen alles frei oder entwässern und dann drüben wieder die Gräben ziehen und dann so weiter und so fort. Aber ihr seht, läuft wunderbar. Also wie schnell man da eigentlich dann so eine Ebene frei hat mit ein paar Schwämmen, das haut ganz gut hin. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, sehen wir uns einfach dann später wieder. Wie gesagt, ich habe noch einiges vor mir. Muss immer wieder die Schwämme natürlich wieder abbauen. Und hoffen, dass ich nicht immer, dass ich nirgendwo einen liegen lasse. Einmal hätte ich schon fast einen übersehen. Aber bis jetzt läuft es soweit ganz gut. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Es wird dunkel, das heißt, ich muss wieder schlafen, weil wenn da Mobs spawnen, ist das richtig unangenehm hier. Das heißt, schnell ins Bett und wir sehen uns dann später wieder. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Ich hau mir ein bisschen Schaf rein. Und dann kann ich euch ja zeigen, wie weit wir sind. Wie weit ich bin. Das Ding ist ein unglaublich krasses Projekt. Jeder, der sich das mal antun will, nimmt ein paar Stunden Zeit mit. So viel sei gesagt. Das ist jetzt das letzte Ding, das ich noch rausholen muss. Wir müssen mal kurz Statistiken schauen. Minutes played in dieser Ding sind schon wieder 2 Tage, 75 Stunden. Oder nee, oder was soll das sein? Ja, 75 Stunden. Weil das nicht wirklich viel Sinn macht. 2,75 Tage vielleicht? Das kann auch sein. Mich würde interessieren, ob ich da irgendwo nachsehen könnte. Ich könnte doch hier unter Items Blöcken Times Mind 25.000 Blöcke Sand. Schwämme habe ich 1794 Mal auf- bzw. wieder abgebaut. 1825 aufgenommen. Also müsst ihr mal überlegen, mit knapp einem Stack, ja, also nicht mal, es sind irgendwie 50 Schwämme, die ich habe, wie viel oder wie oft ich die da hingesetzt habe. Am meisten ist es natürlich Sand, den ich aufgenommen habe. 44.000 Blöcke. Das liegt natürlich daran, weil ich die Fackeln auch so oft gesetzt habe. Ihr seht, 4.758 Stück habe ich verwendet, weil ich sie immer wieder gesetzt habe, um halt den ganzen Sand abzubauen. Also ihr seht, da braucht man wirklich ein bisschen Geduld und also ich glaube, ich habe 4 Stacks Kohle oder sowas gebraucht, um die Schwämme immer wieder zu trocknen. Also auch das müsst ihr berücksichtigen. Da geht einiges drauf, also das ist krass. Aber wenn man dann das Ganze mal geschafft hat, also wirklich ohne Schwämme braucht er da nicht anfangen. Also das muss man auch davor ganz klar sagen. Bevor ihr keine Schwämme habt, also halber Stack ist eigentlich Minimum, da braucht ihr nicht anfangen. Das hat keinen Sinn, weil da geht das einfach nicht. Mit einem halben Stack, glaube ich, geht es dann schon halbwegs. Und so wie ich jetzt mit einem Stack, bin ich echt ganz gut zurechtgekommen. Hat immer ganz gut funktioniert. Während die eine Hälfte wieder geschmolzen bzw. getrocknet wurde, habe ich mit der anderen dann schon wieder 1-2 Gräben weitermachen können. Also das hat echt super hinkauen. Da bin ich echt richtig, richtig froh. Und jetzt haben wir quasi, ups, das Ganze soweit durch. Jetzt müssen wir natürlich den Tempel innen noch befreien vom Wasser. Und unten drunter. Hier seht ihr, hier ist alles jetzt mit Sand ausgekleidet. Wenn wir mal da kurz mit der Schaufel hergehen und da mal reinschwimmen. Ihr seht, hier ist noch alles komplett voll mit Wasser. Das müssen wir dann alles im Nachhinein noch machen. Am besten habe ich mir überlegt, machen wir zuerst jetzt quasi den Tempel. Ich werde jetzt den Tempel nach und nach abreißen. Und wenn der dann mal weg ist, dann kann man da unten quasi auch wieder so einzelne Drainagen reinbauen. Und dann kann man da wesentlich leichter da hingehen und eben wieder mit den Schwämmen halt das restliche Wasser raussaugen.
Es ist ja dann nicht mehr so viel, also von dem her sollte das dann schon gehen. Jetzt kann ich auch endlich mal meine Wege zerstören und wegmachen hier. Und dann müsste das Ganze in voller Pracht sichtbar werden. Das waren immer meine Wege, über die ich quasi dann zu den einzelnen Kanälen gegangen bin. Weil ohne die wäre ich dann nicht mehr nach oben gekommen. Ich habe zwar viele, viele Leitern auch gecraftet, müsste man auch mal nachschauen, wie viele das schon wieder sind. Da ist auf jeden Fall einiges draufgegangen an Holz dafür. Nur für Leitern. So. Zack, mal die eine Seite. Wahrscheinlich sind wir mit dem Sand auch schon wieder fast voll. Das Gute ist, den Sand, den können wir wunderbar auch dann brauchen, weil wir haben ja noch andere Projekte auch. Wie gesagt, wir müssen zum Beispiel dann einmal komplett rundherum Glas setzen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir natürlich genau die Form verwenden wollen oder werden. Das weiß ich noch nicht. Da habe ich nämlich noch ein paar andere Ideen, wie wir das Ganze hier noch vielleicht ein bisschen anders integrieren können. Aber dazu dann irgendwann später mehr. Jetzt möchte ich einfach noch gern hier den zweiten Teil hier oder die Seite auch noch entsorgen sozusagen. Und dann schauen wir uns das Ganze an, wie es dann quasi vollständig nur noch der Tempel zu sehen ist. Und dann mache ich die ganzen vier Wände an der Seite wieder auf und lasse das Ganze was wieder rein. Mit Sicherheit nicht. Das wäre ein krasser Prank. Gerade alles frei. Machst mal die Wände wieder frei. Ich glaube, da müsste sich mehr oder weniger sogar wirklich alles wieder füllen. So. Wie weit ist es noch? Normal dürfte es nicht mehr allzu weit sein. Ich glaube, genau, das war dann der vorletzte. Hier noch ein. Perfekt. Also der Torch-Trick ist schon ein sehr, sehr große Hilfe. Das muss man einfach sagen. Wenn es den nicht geben wird, gut, wir hätten noch den mit Half-Slabs und so weiter. Aber da sind die Torches schon eindeutig ein sehr, sehr großer Vorteil. Es geht einfach so, so, so viel schneller, als wenn du das alles abbauen müsstest. Genau, so, jetzt haben wir noch da drüben die Schwämme. Ich würde sagen, die holen wir uns noch kurz. Ganz einfach, damit es halt ein bisschen schön und sauber ausschaut, wenn wir hier uns das Ganze dann anschauen. Dann bin ich erstmal hier, ja. Dann habe ich erstmal hier den Tempel vor mir zum Abbauen. So. Hier und da stehen noch natürlich ein paar Türme rum und so weiter mit etwaigen Treppen bzw. Leitern und so weiter. Die werden wir jetzt mal noch lassen. Aber das Gröbste hier wegmachen. Dann gehen wir nochmal nach oben. Und dann schauen wir uns das Ganze an. Ich hoffe, da war noch einer drunter. Ja, sehr schön. Zack. Zack. So. Schauen wir mal, ob wir auch alle noch haben. Aber normalerweise, ich weiß schon gar nicht mehr, wie viel wir am Anfang hatten. 29, 29. Ja, dürfte hinkommen. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie viel wir hatten. Aber es ist okay. Das ist okay. So. Dann gehen wir nach oben und schauen uns das Ganze von uns schauen uns das Ganze hier an. Genau. Und das ist der Tempel. Da drüben sind noch die Leitern, die müssen wir noch schnell aufheben dann. Aber das ist schon echt mega fett und das wird auf jeden Fall hier noch ein Screenshot gemacht werden. Eventuell als Thumbnail dann. Es ist schon krass. Hinten seht ihr, wie viele Leitern ich da auch immer wieder gesetzt habe. Hier zum Schluss habe ich dann eben, wie gesagt, alles über diesen Mittelstrang gemacht. Aber da kommt schon einiges zusammen. Also das ist echt irre. Das ist echt krass. Ja, liebe Leute, jetzt möchte ich euch zum Abschluss dieser Folge, also das war's dann jetzt für heute erstmal, so viel sei schon gesagt. Ich bin durch. Aus mir kommt heute nichts mehr Vernünftiges raus, glaube ich. Also Sand haben wir jetzt erstmal genug. Drei Doppelkisten voll mit Sand sollten eigentlich reichen fürs Erste, also und vor allem dann auch fürs Glasprojekt und so weiter. Schauen wir mal, ob wir wirklich alles voll bekommen. Ah, nicht ganz. Ein bisschen Platz haben wir sogar noch, aber es ist ja noch ein bisschen was da. Also ich glaube, wir haben echt drei Doppelkisten voll mit Sand. Also das ist auf jeden Fall nicht schlecht, da brauchen wir so schnell nicht mehr farmen gehen. Was wir natürlich noch brauchen ist Kies, aber da ist auch super, denn der Kies ist hier unten noch richtig gut verteilt. Ich weiß zwar nicht wie dick, da können wir mal kurz schauen,
Wie weit geht denn? Oh, scheiße, nur eine Schicht. Aber da könnte man trotzdem einiges zusammenbekommen, um uns die Concrete-Blöcke dann zu bauen. Da brauchen wir dann wieder Wasser und eben auch viel Sand. Also Sand haben wir schon mal, dann brauchen wir quasi nur noch Kies. So, jetzt zum Abschluss möchte ich euch noch kurz was anderes zeigen. Das haben wir vor ein paar Folgen, ich glaube schon vor 2 Folgen oder sowas gebaut. Ach ja, herrlich. Endlich fertig. Das dürfte jetzt fertig sein. Ich war letztens mal dort und da haben noch 2 Sachen, glaube ich, waren noch nicht fertig. Ich rede natürlich von unserer kleinen Vault, wo wir Getreide angesetzt haben. Das müsste jetzt soweit fertig sein. Und wir schauen, ob unser Erntemechanismus funktioniert. Wir nehmen die Abkürzung, wir gehen einfach hier unten rum. Tschui! Zack. Und rüber. Din, 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 din. Was ich mir vielleicht auch machen hätte sollen, wäre da drüben einen Beacon aufbauen mit Speed oder Haste. Den werde ich auf jeden Fall jetzt dann aufbauen mit Haste 2. Warum ich den nicht schon eh aufgebaut habe, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Genau. So, das habe ich hier letztens gebraucht für ein Thumbnail. So, also genau, ihr seht, hier ist alles fertig. Wunderbar. Und dann testen wir das Ganze einfach mal. Wir machen hier an. Und das Ganze läuft nach unten. Sehr schön. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass es eben hier unten dann die Strömung nicht mehr stimmt, weil das Ganze zu weit geht. Wir müssten hier nochmal eine Reihe mit Erde hinsetzen. Beziehungsweise, wenn wir das hier ausmachen, dann wird es wieder gehen. Aber weil das Wasser hier runter fließt, treibt es das Zeug von der Seite hier nicht rüber. Sobald das Wasser dann hier weg ist. Müssen wir, glaube ich, nochmal so machen. Genau, dann geht das Wasser erst weg. Dann müsste das Zeug hier rüber fließen. Genau, jetzt stimmt die Strömung. Also wir werden einfach hier nochmal eine Reihe mehr im Erde setzen und dann kommt das Ganze ein Block weiter vorne raus. Aber so oder so, es funktioniert. Sogar bis hier rüber. Und wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Das müsste daran liegen, weil hier die ganzen Samen drin sind. Genau. Aber wir haben über 2 Stacks Getreide. Und somit können wir theoretisch 64 Viecher mal wieder breeden. Das ist schon mal super. In diesem Sinne werde ich jetzt natürlich wieder alles neu besamen. nicht nur hier den Boden. Oh Mann. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich werde natürlich auch ein bisschen weiterbauen bei unserem Tempel. Keine Frage. Das wird auf jeden Fall Vorrang haben. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon aufs nächste Mal. Wir sehen uns dann. Bis dahin. Tschaußen.